Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Ja, heute wieder ein ganz, ganz tolles Thema. Windkraftanlagen, ne? Warum die so super geil fürs Klima und für die Umwelt sind. Interessiert dich das? Ah, natürlich interessiert die das. Die wollen doch alle CO2 einsparen. Also Leute, nach dem Intro legen wir mal so richtig los. Leute, Windkraftanlagen sehen scheiße aus und bringen nichts, ne? Oder wie heißt das so schön? Naja, bringen nichts. Ja doch, sie bringen was, ne? Solche Umweltverschmutzer, wie diese Dinger da sind, ne? Zum Beispiel, fangen wir mal ganz klein an, was wahrscheinlich jeder von euch weiß, diese Rotorblätter, die Dinger da, die sich da drehen, ne? Die halten 5 bis 6 Jahre, danach müssen die erneuert werden. Und wohin damit? Sondermüll, keiner weiß es. Kann man nicht recyceln, ist nicht. Ja. Knollte. Man kann alles recyceln. Und wenn du verbuddeln tust, bauen wir ein paar Endlager. Die Dinger strahlen ja schließlich nicht. Also, verbuddeln, weg sind sie. Funktioniert schon. Aber was ist denn mit den Vögeln? Du kannst ja nicht durch den Windpark gehen, ohne dass du erschlagene Vögel von den Anlagen findest. Ja, die lieben Piepmätze. Ja, gerade die Zugvögel, ne? Die kommen da daher, der erste paktet noch, der zweite vielleicht auch noch und der dritte Klotsch kriegt so einen Flügel am Kopf. Und warum fährt der jetzt her, wenn ich gerade hier ein Video aufmache? Mann. Also egal, ne? Also, die werden so erschlagen, die Viechers, ne? Aber macht ja nichts. Alles für den Klimaschutz. Da muss man auch mal ein paar Piepmätze da opfern tun, ne? Und jetzt fährt da auch noch Lülala. Ach, die machen einen Krach hier. Das ist das, ne? Wenn du mal eben in der Mittagspause aufnimmst vom Parkplatz aus. Naja, egal. Könnte ich rausschneiden, mache ich aber nicht. Ja, und die ganzen Fluginsekten, die auch erschlagen werden, ne? Also, die Dinger sind nicht ohne. Umweltfreundlich bis zum geht nicht mehr. Wirklich. Ja, und dann ist ja noch die Sache mit dem Infraschall. Der ja auch so sonderlich gesund sein soll. Auch für uns Menschen, ne? Also, ich habe selber persönlich noch keinen gehört. Können wir wohl auch nicht. Ist zu leise. Aber der ist da. Stell dich doch mal eine Stunde unter so eine Mühle. Und vielleicht bist ein empfindlich Kerlchen und kriegst Kopfschmerzen. Ein Test ist es ja wert. Ja, damit haben wir das Thema Windkraft ja fast abgenascht. Aber nur mit dem Umwelt, ne? Was ist denn mit dem Klima, ne? Also da ist ja noch so ein Zeug drin verbaut in den Anlagen, so als elektrischer Leiter. So ein elektrischer Leiter. Und das Zeug soll wohl 23.000 Mal mehr das Klima schädigen wie CO2. Ups. Die Dinger, die machen unser Klima kaputt. Glaubst du nicht? Guck mal, den Einspieler hier. Verschwiegen. Windräder enthalten Bauteile, die wiederum ein ziemlich exotisches Gas enthalten. Es heißt Schwefelhexafluorid. SF6. Ein Kilo davon ist so klimaschädlich wie 23.000 Kilogramm Kohlendioxid. Die sorgen schon heute für mehr Treibhauseffekt als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Das heißt, er wird sich über die Zeit in der Atmosphäre immer weiter anreichern. Und das gefährlichste Treibhausgas überhaupt. Ja. Siehste, nicht mal Knollte und Ragnarre, die Verschwörungstheoretiker. Nee, jetzt hast du es mal von den Öffentlich-Rechtlichen gehört. Wundert mich ja, dass sie sowas mal bringen. Ja, aber die Wahrheit, die kommt halt immer irgendwann mal ans Licht. Vielleicht. Also die Wahrheit von Scholz mit Sicherheit nicht. Dafür müsste er sich ja mal erinnern tun, ne? Die Scholz, der ist gut. Also, schreib mir schnell in die Kommentare, was hältst du denn davon, dass die Dinger gar nicht so klima- und umweltfreundlich sind, wie sie uns immer erzählen tun. Das ist ja wohl eine Frechheit, ist das ja. Da packen die dann Gas rein, so als elektrischen Leiter, sodass da keinen kurzen gibt. Und dann ist das 25 oder 23.000 Mal nach den Öffentlich-Rechtlichen. Aber wenn du die Listen wirklich mal anguckst, steht da auch bis zu 25.000 Mal schädlicher wie CO2. Also da kann man ja ein paar Mal in Urlaub fliegen, ne? Und dann ganz ihr Auto fahren, oder?
So ähnlich oder was, ne? Also da müssen wir wirklich mal eben schnell gucken tun. Weil ich finde das nicht so dolle. So absolut nicht dolle, was die da uns wieder verarschen tun. Ja. Also Leute, steht auf Windkraft. Reicht alle Male für eure 3 Glühbirnen, die ihr da an Leuchten bringen müsst. Und für Klima, Leute, ganz ehrlich, solange die Regenwälder abgeholzt werden, kannst du hier in Deutschland einsparen, was du willst. Nee, du kannst in ganz Europa einsparen, was du willst. Das nützt nichts, solange die Bäume fallen. Fang doch mal endlich mit wirklichem Umweltschutz an. Also, am besten würden wir mal anfangen, mehr Verbrenner zu bauen. CO2 ist gut für die Bäume, dann wachsen die schneller nach. Ja. Sag das hier nicht der letzten Generation, sonst kleben die sich noch öfter fest. Oder machen noch mehr kaputt. Oder, vielleicht machen wir auch mal ein Video über die letzte Generation. Sogar über die allerletzte Generation. Ja, Herr Ragnarok, das ist gar nicht so wichtig. So wichtig, ja doch, ist wichtig. Aber so witzig, wollte ich ja sagen, ne? Weil die können ja gar nichts dafür, dass die so blöd sind. Und bezahlt werden sie dafür auch noch. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!